Und schon wieder zurück bei Pillars of Eternity 2 Deadfire. Wir hören gerade ein Klopfen an der Tür. Und gucken mal, was da kommt. Ein unerwartet kalter Wind heult über das Deck des Schiffes und lässt selbst nach mehreren Stunden nicht nach. Alt Engrim klopft kleinlaut an seiner Kajüte. Als er eintritt, ist er bleich und auf seiner Stirn sind Schweißtropfen zu sehen. Verzeih, Captain, aber das ist ein böser Wind, den uns Ondra da geschickt hat. Wir sind zu lange gesegelt, ohne ihr Tribut zu zollen. Sie wird uns bestimmt bestrafen, wenn wir ihr nicht geben, was ihr zusteht. Er neigt seinen Kopf in Richtung der Luke und fordert dich auf, ihm an Deck zu folgen. Wir haben zum Glück Religion. 1000 Kupferstücke über Bord werfen, ich bin doch nicht bekloppt. Wir nehmen uns die Zeit, um die Mannschaft in der Zeremonie anzuleiten, um Ondras Schutz zu erbitten. Schulden ihr Respekt und wir werden ihn ihr erweisen. Du gehst an Deck und leitest die Mannschaft mehrere Stunden in einem Ondritenritus an, indem du die Göttin um Gnade für dein Schiff und alle, die sich darauf befinden, bittest. Du rufst die vielen Namen von Ondra, Ngati, Damen der Wehklage, salzige Lady, Liebhaberin der Verlorenen und ehrst und würdigst ihre Macht und Herrschaft über die See, über alle, die sie befahren und über alle, die in ihren Tiefen schlafen. Entsprechend deiner Anweisungen steht jedes Besatzungsmitglied am Rand des Schiffs und murmelt ein Bedauern in die dunklen Wellen hinunter. Auch wenn die Mannschaft in melancholischer Stimmung davon geht, überzeugt Alt Engrim sie alle, dass du der Göttin eine große Ehre erwiesen und das Schiff vor ihrem Zorn bewahrt hast. Das Ritual kostet dich mehrere Stunden, doch am nächsten Tag hat sich der Wind gelegt und die Mannschaft ist über das gute Omen erleichtert. Viele danken Ondra und dir, dass das Schiff gerettet ist. Ja gut, wir haben 5 Stunden verloren, das ist aber nicht so schlimm. Ich habe da unten nämlich ein Kopfgeld gesehen, das wir vollziehen können. Geringe Rationen. Ja gut, das wird sich gleich... Im Moment, wir haben doch noch Rationen. Das sagt doch nichts. Wir haben doch noch jede Menge Rationen hier. Kann ich nicht einfach Shift links klicken oder mit rechts klicken, war das, ne? Nee. Das muss so. Oder kann ich das so? Nee, kann ich auch nicht. Das ist alles einzeln manuell hier rüber switchen. Wir haben noch ganz viele Rationen, die ihr essen könnt. So ist es nicht. Ich werde das zwischenzeitlich aber mal ein bisschen aussortieren, was wir fürs Schiff nehmen und was wir für Moral der Schiffsmannschaft plus 0, plus 1. Weil hier, die haben ja natürlich auch verschiedene Effekte. Deswegen würde ich... Ein bisschen Essen müssen wir auch immer für uns bereithalten. Aber so haben wir noch genug Rationen. So, wo? Da ist Biakada. Die wollte ich mir schnappen, denn da haben wir ein Kopfgeld laufen. Und zumal das Kopfgeld auch für die Valianische Handelsgesellschaft ist, ne? Also genau die, mit denen wir uns eigentlich gerade gut stellen wollen. Sind wir schneller als sie? Moment, das ist... Das ist Dikla. Wir sind nicht schneller als sie, oder? Ja doch, wir kommen langsam ran. Ich denke, wir werden sie einholen. Das wird die... Die königliche Todesfeuergesellschaft natürlich überhaupt nicht erfreuen, denke ich. Hey, hey. Details ansehen. Mhm. Acht Schiffsverteidiger und wir haben 9. Ich würde da wahrscheinlich sofort entern. Ich versuch's mal. Wir haben eine ordentliche Truppe da oben zusammengestellt. Wir haben aber auch eine ordentliche Truppe, so ist es nicht. Auf geht's! Hat sie den Zauber jetzt ausgeführt? Kopfgeld aktualisiert, Biakara. Was ist das denn? Tekehu, was geht denn mit dir? Das Schwert wieder. Das Schwert flippt wieder vollkommen aus. Gegner besiegt. Mhm.
Wieder einen Rang. Achso, wir müssen mal wegen dem Rang gucken. Da haben wir ein bisschen Wasser. Wir haben auch jede Menge Geld, das wir diesmal für uns behalten. Dank der Reinigung nur im Kampf. Farben der Huana. Lanze des Mittelwaldhirsches. Pike zweihändig. Und noch ein Eisendonnerer. Alles nehmen. Und damit haben wir ein Kopfgeld eingetrieben. Das Kopfgeld würde ich mir auch gerne sofort holen, wenn möglich. Denn ich glaube... Wow, ja, ja, ist ja gut. Tötet zu Enya zurück. Ich kann Biakaras Kopfgeld kassieren in den Hauptquartier der Valianischen Handelsgesellschaft. Komm, das machen wir. Wir holen uns das Kopfgeld. Und ich habe gesehen, wir können... Achso, das ist die Valianische. Okay. Wir holen uns das Kopfgeld direkt. Und dann würde ich gerne nochmal kurz die Insel ein bisschen erkunden hier. Denn ich bin ehrlich, das habe ich komplett ausgeblendet, dass wir die Insel ja auch noch erkunden können zu Fuß. Dann würde ich es auch gerne machen. Boah, diese Sea Shanties, die da vor sich hinsingen, das ist so großartig. Das ganze Feeling von diesem Spiel ist so wundervoll. Ah. Wieso hatten die alle gezogene Waffen? Was ist mit euch los? Na gut, man kann auch. Komm, ich warte mal ganz kurz, bis es Tag ist. Denn ich glaube... Ich glaube, die Valianische Handelsgesellschaft wird es nicht sehr schätzen, wenn wir da in der Nacht reinrennen. Und dann würde ich gerne mal nachgucken, inwieweit das unseren Ruf beeinflusst. Das wird mit Sicherheit unseren Ruf beeinflussen, was die Königliche Todesfeuergesellschaft betrifft. So, wo stand sie noch gleich rum? VHK-Archiv, genau. Büro des Gouverneurs, Wachen, Wohnstube. Das ist Lukas' Büro, ich glaube, sie war oben, ne? So. Rektor, Assistenten. Wo stand sie denn rum? Bin ich jetzt blind? Zum Büro des Rektors dürfen wir noch immer nicht rein, ne? Nee. Da ist nur die Assistentin. Das war doch aber hier. Ach, vor dem... Ach, ich bin ja doof. Vor dem Hauptquartier. Ja, sie stand hier draußen am Hafen. Ja, okay, ich geb's zu, ich bin doof. Jetzt wollte ich aber gerade nochmal, wo wir gerade schon mal hier sind, ne? Hier ist ja noch ein... Ich bin hier schon das letzte Mal rausgegangen, weil ich habe das Gefühl, wir haben den Platz da oben noch gar nicht... Also diese Terrasse noch gar nicht erkundet. There is something over there. Mhm. Gefaltete Notiz. Diese Notiz wurde anscheinend hastig unter diese Bank geschoben. Sie ist nämlich ein wenig verknittert. Auf dem Blatt finden sich, wie es scheint, mehrere fehlgeschlagene Ansätze, ein Liebesgedicht zu schreiben. Außerdem wurde mehrfach versucht, Worte zu finden, die sich auf Steuer und Schwert reimen, allerdings ohne großen Erfolg. Na toll. Was ist das? Eine valianische Tragödie. Ja, ja, das bei Zeiten lese ich das vielleicht mal vor. How is it nothing about what the gods are up to seems to faze you? When you think the worst of them, the worst they can do comes as little surprise. Don't you at least want to hear what Aethys has to say? Only a fool would trust what he had to say. Whatever he said would be just another lie. I'm not saying it wouldn't, just looking for... I don't know. Ja, die Götter haben leider in ihrer gesamten... Oh, guck mal, der Schatten hier! Haben leider in ihrer gesamten Zeit allzu oft bewiesen, dass sie... Toby, ein streunender Hund, das war das, was ich vermutet hatte. Leider allzu oft bewiesen, dass sie durchaus sehr menschliche Entscheidungen treffen. Und das ist kein Kompliment. So, jetzt erstmal wieder rausgehen. Meine Güte.
Da haben sie schon wieder ihre Waffen gezogen. Was ist denn los? Zumindest Palagina hat ihr Schwert gezogen. Naja, es wird schon einen Grund haben in der Handelsgesellschaft. Da will ich nicht diskutieren. So, da ist sie, Enya. Genau, sie war es. Ach, my little privateer. You have news for me? Enya verschränkt die Arme und fordert dich mit einer Kopfbewegung zum Sprechen auf. Ich habe mich um Biakara gekümmert. Perfetto. A fitting test of your skills and a promising beginning for us both. Sie zwinkert und schiebt dir einen kleinen Beutel Münzen zu. 1600. Naja. It goes without saying that I have more work for you if you have the space for more coin. Enya lacht leise in sich hinein. Welche Kopfgelder hast du denn zu vergeben? The company is always eager to hunt pirates. My contacts have one by the name of Veen in their spyglass. Enya zögert, dann spricht sie weiter. Veen is a Vithrak, if such things matter to you. Gets in your head, they say. Ich nehme das Kopfgeld. Gelarde! You can catch up to Veen as he sails the dhow reckless far east of Neketaka, past the Kuaurikuhu Islands, no doubt thinking himself beyond our reach. Enya grinst in sich hinein und nickt. Alles klar. Ja, Vithrak jage ich mit Leidenschaft. Da kenne ich nix. Da bin ich auch ehrlich. Ich würde mal gerade ganz kurz in der wilden Meere einmal ausruhen und dann begeben wir uns nach draußen in die weite Welt. Ich denke mal, wir müssen uns nicht ausruhen, aber mal einen Tag schlafen wird den Leuten ja wahrscheinlich auch nicht schlecht tun. Achso, wir müssen mal gucken, was wir da noch für Sachen bekommen haben, ne? Triumph von Biakara. Der persönliche Triumph von Biakara, Kapitän der Schaluppe von Tangalore. Können wir uns das nicht irgendwie... War da nicht irgendwas? Nee, das können wir nicht ans Schiff packen. Aber was kann ich damit machen? Was kann ich damit machen? Es hat... Ja. Kann damit irgendwie nichts machen. Muss ich vielleicht nochmal rausfinden, was man mit den Dingern hier machen kann. Man sammelt auf jeden Fall mit den Kopfgeldern dann die Triumphe anscheinend. What can I do for you? You see anything you like? Wir machen das mal so rum und dann gehen wir hier zum... So, wirkt eine plus eins alle Fertigkeiten für 190, weißt du was? Dauert eine Rast an... Wir geben jetzt mal 190 für ein privates Tanzzimmer aus. So, alle Mann. Xoti möchte sprechen. Xoti schwankt ein wenig und ein leises, tiefes Stöhnen kommt aus ihrer Kehle. Sie reibt mit einem Daumen über nervös aufgebissene Lippen. Ist alles in Ordnung? Schweiß läuft von ihrer Schläfe herunter zu ihrem Kinn und tropft von dort auf den Boden. Ihr Blick ist benebelt, abwesend. Watcher. Schluckt langsam, als würde sie sich mühen, ihre Stimme wiederzufinden oder ihre Mahlzeit bei sich zu behalten. It's nothing but a waking terror. Soon to pass. Sie zittert stark und kommt langsam wieder zu sich. You may want to aim away from our watcher there if it's gonna pass out of your mouth. Sorry. I know you're going through something there. You could call it something, all right. Sie neigt ihren Kopf und sieht ihn verkniffen an, als wüsste sie nicht recht, ob er sich über sie lustig macht oder ob er es ernst meint. Möchtest du darüber reden? Now, there's no need for that. Unless... Sie streckt ihr Kinn nach rechts. You see those shambling corpses too? Angesichts ihrer hastig geflüsterten Worte richten sich deine Nackenhaare auf. Du blickst dich um, nur um sicher zu gehen. Sie ist jedoch nichts Ungewöhnliches, auch nicht in der Richtung, in die Xoti wie verzaubert starrt. Was genau siehst du? I see a body of stitched together parts and flayed flesh. It's got three heads and four stretched limbs. On each of its heads curves three white horns from above three blind eyes. The beast is big as a mountain,
and shambling toward us beneath the sun turned black as slow. Ihre Augen verdrehen sich gen Himmel und sie schwankt auf ihren Füßen, als ob sie gerade von einem Kampf geschüttelt würde. Die Laterne klappert in ihrer Hand. Sie atmet mit einem Seufzen aus. I know it ain't really there. Lately, it's been getting worse. Some nights I wake sweaty and shaken. Other times, I'm already awake. I got my eyes wide open, staring down the darkness, watching one lantern after another flickering out. And every soul looks so ripe, darn near rotten with a need for reaping. Was genau soll das heißen? Dark days are coming for Kithkind. When the last light of hell burns out, the final harvest will be upon us. I think we might all die out. Eine tiefe Furche zeigt sich auf ihrer Stirn. But does Gon want me to stop it or to help? Ja, das ist aber immer die Frage bei den Prophezeiungen, bei den wirren Aussagen der Götter. Was wollen sie eigentlich? Und ist das relevant? Das war die Frage, die ich mir beim Gespräch mit Wodika schon gestellt habe. Ist es eigentlich relevant, in welcher Art und Weise sie versucht, uns zu beeinflussen? Oder können wir nicht einfach für uns sagen, wir haben eine Vorstellung dessen, was wir gerne tun möchten und werden das auch so vollziehen? Wenn wir genug Zeit haben, können wir die Lampen von Hel neu entzünden. Noch ist nicht alles verloren. Ich sure hope you're right, Watcher. Because if you're wrong. Sie schwenkt ihre Laterne nervös hin und her. Ihr Blick verliert sich in den Flammen. No. I know you're right. Gon's chosen me. Das hat er. Und du wirst helfen können, Xoti, mit Sicherheit. So until I figure out what's needed of me, I'll do my darndest to help you on your path. Sie blickt zu dir auf. We'll figure this out together. Gemeinsam. Sie strafft die Schultern und blickt in die Ferne. Gibt es irgendetwas, mit dem wir deine Albträume erträglicher machen könnten? I'm carrying more souls than I've ever shepherded before. So, I don't know that it'll work this time, but used to be. When the dreams were riding me hard, I'd cleanse my soul before gone. If we stop by the temple in Nekataka, I can perform the ritual. Please, I need the relief. It won't take more than a minute under Gon's statue, that's all. Das können wir machen. Wir sind ja zum Glück gerade in Nekataka. Ich habe das Gefühl, dass Palegina und Palegina und Xoti werden wahrscheinlich keine guten Freunde werden. Also zumindest hält Palegina nicht viel von Xoti. Weil, ne, Frömmigkeit. Aber das ist nicht schlimm. Und ich habe vor kurzem erst viel über Pillars of Eternity 2 und die Beziehungen unter den Charakteren und wie man wohl am besten welche Gruppe zusammenstellt, damit sie am besten zueinander passen. Ja, das ist richtig, aber ganz persönlich denke ich auch, dass eine gute Abenteuergruppe oder eine gute Gruppe überhaupt es auch aushalten kann, wenn verschiedene Meinungen bestehen. Weil das Ganze größer ist als, ja, aber die ist fromm und deswegen muss sie weg. Oder die ist aber nicht fromm und deswegen muss sie weg. Man kann auch unterschiedlicher Meinung sein. Ein grundsätzliches Prinzip, ohne dass man alles, was der eigenen Meinung nicht entspricht, erstmal sofort auslöschen muss, weil darf ja nicht existieren. Darf ja nur die eigene Meinung geben. Alles andere als die eigene Meinung ist bösartig und schlimm und muss ausgelöscht werden. Punkt. Ja, und deswegen mag ich das eigentlich, wenn wir auch eine etwas, ja, zusammengewürfelte Truppe haben, die im Zweifel eben nicht komplett einer Überzeugung folgt. Bin mir ja nie mal so ganz sicher, welche Überzeugung wir selber folgen. Ja gut, beim Lucius weiß ich's. Welche Überzeugung der hat. Also das ist, nennen wir es nicht Überzeugung, nennen wir es Opportunismus. Na gut, dann würde ich mich aber auch gerne sofort um Xoti kümmern, denn wir können ja glücklicherweise direkt zur Heiligen Treppe marschieren. Jetzt sind wir schon wieder in Nekataka.
Das hat ja lang gehalten mit unserem Ausflug in die Welt. Aber gut, wenn sie Albträume hat, dann möchte ich, dass sie das schnellstmöglich, ne, wegbekommt und wieder Frieden findet. Das wäre mir dann schon wichtig. Could I have a moment of your time? Natürlich. I know someone who works in this tower. An animancer named Jocolo. I'd like to see him if we could. In diesem Turm? Dagegen ist nichts einzuwenden. Agresim. It should not take long. I have not seen him in many years and I wanted to thank him. Is this a glimmer of sentiment from our Iron Paladin? What, I wonder, could this fellow have done to merit it? Er sieht Paligina angenehm überrascht an. When I was a girl, he visited me in the academy. He was studying godlike. Studying what was in our souls that made us different from other Keith. He found something in me. Something that resonated like a chime when he held an instrument near me. He said it was like this for all godlike. Different chimes resonating for different types. Das kommt mir bekannt vor. But you are not godlike. Sie kneift die Augen zusammen und schürzt die Lippen, während sie über die Bedeutung deiner Worte nachdenkt. Das ist etwas, das Berat mir gegeben hat, als ich im Jenseits war, aber das will sie wahrscheinlich wieder nicht hören. Sie mustert dich und versucht, die Bedeutung deiner Worte zu verstehen. Nach einer kurzen Pause nickt sie und fährt fort. In any case, he told me it was what was causing my body to change. I begged him to remove it. He refused at first, saying it was impossible. When I told him I would kill myself if he didn't, he said he would try. You'd really have done that? Or were you just saying it? Some Valians, that's just how they make their point. I don't expect you to understand, but I was 12. My body was changing in many ways. Being the only girl, the only godlike girl at the academy, was unbearable. Vor mir musst du dich nicht rechtfertigen, Paligina. Agresima. Sie lächelt dich warm an. Jocolo was not able to remove the chime, but he was able to sever it. When it happened, I blacked out. I did not wake for 2 weeks. The Brotherhood ejected him from the academy for ruining their pet godlike. They assumed I would die. I did not. Over time, I lost most of my feathers. The shape of my nose changed. It was not enough to make me fully Galbandra, but it was enough to keep me from wanting to die. When I looked in a mirror, what I saw was not a godlike, not something to be paraded around. It was me, finally me. Ja, ich kann das in gewissen Dingen nachvollziehen. Oh Gott. Ich bin froh, dass jemand in der Lage war, dir zu helfen. Sie lächelt warm und atmet tief ein. Jocolo saved me. Without his help, I would be dead now. Thank you for understanding. If we can speak to him for a moment in the tower, I would be grateful. Das können wir mit Sicherheit tun. Lass uns nur ganz kurz mit, das hier wieder Albträume, ne? Lass uns das ganz kurz machen, danach gehen wir sofort in den Turm und sprechen mit Giacomo. Weiß gar nicht, gibt's in dem Spiel Romanzen? Ich glaube schon, ich bin mir noch nicht sicher, irgendwie passt das überhaupt nicht zu... Gibt hier keinen Charakter, den Lucius normalerweise romancen würde. Zumindest keiner in der Gruppe. Aber auch von den anderen Begleitern wüsste ich jetzt nicht. Here's where I do the ritual. Right there under the statue of Gon. Happy to oblige. I hear you. Was
so, die reibt sich verlegen den Nacken und blickt zur Seite. Nothing like a homecoming to make a girl remember her roots, even if they are dried up and half dead. Sie seufzt und wischt ein wenig Schlamm von den Stiefeln, bevor sie aufblickt und dich mit großen dunklen Augen ansieht. Sometimes I wonder if my brethren don't think I got black ichor running in my veins. Sie kennen einfach deinen Wert nicht. Why are you so fond of me, Watcher? Sie schüttelt ihren Kopf nachdrücklich. Makes me think untoward things. Gives me notions I don't need to be getting. I can't risk straying when I got a duty to Gone. Wir sind hierher gekommen, um deine Seele zu reinigen. All right. Yeah, I'm ready. I've done this before, but never with such a full lantern. You may want to stand back. The experience can be somewhat intense. Soti kniet sich vor die Statue des Gaun und stellt ihre Laterne zwischen ihre Knie. Sie beugt den Kopf und drückt beide Handflächen auf den Kupferkäfig. Ein tiefer Gesang trällert aus ihren Lippen. Als er lauter wird, leuchtet ihre Laterne heller. So auch die Laterne, die die Statue des Gaun in seiner knochigen Hand trägt. Die beiden Lichter pochen mit dem Rhythmus des Gesangs und harmonisieren miteinander, wie doppelte Herzschläge, die schneller und kräftiger schlagen, bis das Licht aus Gauns Laterne in einem Schauer von lilafarbenen Lichtstrahlen hervorspringt. Die Essenz taucht Xotis gebeugte Gestalt ein, sodass sie sich ruckartig aufrichtet und schreit. Don't know if I feel cleaner, but I feel something. Blessed for sure. Soti bietet ihr ein halbes Lächeln, als sie ihre Laterne wieder aufhebt. Ihre zitternden Finger kringeln um den schimmernden Metallkäfig. Let's just hope it lasts, cause my lantern feels as heavy as ever, full to brimming with essence, like dark water spilling over my mind. Warum sammelst du Seelen in deiner Laterne? I was born to reap souls and lead them to the light. Now with Aethys dead, in these dire visions, I think I need to shield them from a hell gone dark. But the more I gather, the more my mind turns to tatters. Was, wenn du keine Seelen mehr sammeln würdest? That ain't gonna happen. Sie beißt ihre Zähne zusammen und sieht dich ungläubig an. You'd ask me to turn my back on my God. Das würde ich nicht tun. Das ist ihre freie Entscheidung. Erinnere mich nochmal an den Unterschied zwischen Gaun und Deotas. Das wissen wir ja schon. Gaun und Deotas, die zwei verschiedenen Aspekte. Bei den Dämmerungssternen geht es um Güte und Licht. Warum beschäftigst du dich so sehr mit Tod und Dunkelheit? Why do you think the god of rebirth held an aspect of death within him? You can't have life without dying. Ja gut, das stimmt schon. There ain't no beginning without a prior ending. Ain't no day without night. No spring without fall. You can't grow crops if you never harvest for seeds. All right, I'll be right behind you. Nun gut, dann hoffe ich, dass wir zumindest ihre... Huch! Elofs Finger spielen nervös mit dem Saum seiner Kleidung und sein Mund ist zu einer dünnen, missbilligenden Linie zusammengepresst. Er wirft ihr einen vertrauten, unsicheren Blick zu, als ob er versuchen wollte herauszufinden, was er sagen soll. Du wirkst beunruhigt. Willst du mit mir darüber sprechen? Er entspannt sich ein wenig. I hope you know I have immense respect for all you've accomplished. Er formt die Lippen zum unvermeidlichen Aber. But lately, I fear you're leading us down a troubling path. Sprich offen. I know you to be thoughtful, logical. So it surprises me to see you cling so reflexively to old customs now. Theos relied on people's unquestioning trust in order, their enslavement to tradition. That's how he built the Leaden Key into an organization capable of influencing events across Aeora. And that's why I set about ending it. Yet recently, I've seen you put entirely too much faith in old ways of doing things.
Aber was genau willst du von mir? The leaders of nations and powers listen to you. The gods themselves rely on you. You have a responsibility to use these opportunities to free Kith from destructive habits and antiquated customs. Wir hatten diese Diskussion schon mal, Erlof. Erinnerst du dich? Da ging es darum, dass du auch Gutes tun wolltest, aber dabei nicht bedacht hast, dass Menschen sich teilweise nur sehr langsam ändern. Und wenn wir jetzt alles über den Haufen werfen, dann schaffen wir wirklich nichts anderes außer Chaos. Ich werde mein Bestes geben, Erlof. No more than any of us can do. Well, thank you for hearing me out. This is a great weight off my chest. Ich verstehe ihn, aber ich glaube, er hat sich seitdem damals nicht wirklich viel in seiner Ansicht verändert. Er will immer noch einfach alles über den Haufen werfen. Das wird aber nicht funktionieren. Die Ergebnisse, was dann dabei rumkommt, das hat er ja schon gesehen. Einfach alles über den Haufen zu werfen und mit allem zu brechen, was vorher gewesen ist, das ist keine gute Idee. Menschen und Gestandene? Must be for you too. Ach. Quite different. Even I am not accustomed to this much sailing. They seem to hold the godlike in high regard. You ever think about staying? The Dukes have liberated me from the burden of making that choice, Adair. Sie kann ja nicht mehr zurück, sie ist ja verbannt. Ja, gut. Das wird noch höchst interessant werden, wie wir die verschiedenen Ansichten der Gruppe, die verschiedenen Ansichten der... Oh mein Gott, das ist ein einziges... Politisches Desaster wird es werden. Ich bin gespannt. Und jetzt müssen wir erstmal mit. Also, jetzt werden wir erstmal im Turm hier mit den Beseelern. Da müssen wir ja. Da haben wir auch noch eine Quest offen. Hier, nämlich an dem Experiment teilnehmen. Das können wir ja eigentlich mal machen. Wenn wir dann schon mal da sind. Supplies! Get your supplies here! Mhm. So, dass wir dann nächste Folge nicht nur mit Giacomo reden, sondern vielleicht auch mal das Experiment ausprobieren da oben. Gucken wir mal, was dabei rumkommt. Jetzt sage ich aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dann auch wieder mit dabei. Und ich sag einfach mal, bis gleich. Tschüss.